Dann kurz auf die Quest gucken, sprechen mit Marco Doscent. Dann tun wir das. Wir sind schließlich auch einem Level Up näher. Die Aspektrune lasse ich jetzt stehen. Da geht's nicht hoch. Die Albtraumklippe entdeckt. Naja, immerhin, wir haben was entdeckt. Aber das hilft mir jetzt nichts weiter, mal ein bisschen sprinten. Und unten die Ausdauerleiste vom Pferd beachten. Und jetzt machen wir wieder ein bisschen langsamer. Gell, Hotti, wollen dich ja nicht so schinden. Jetzt können wir wieder sprinten. Elevate, ich bin schneller als ihr. Ich hoffe, die haben keinen Skill, mit dem man Leute vom Pferd holen kann. Doch, haben sie. Das war nicht nett. Ich will jetzt gerade nicht gegen dich kämpfen. Ich sagte nicht jetzt. Ich suchte was anderes zum Spielen. Du mich auch. Du nervst. Gleich kämpfe ich doch gegen dich. Guck mal, was mich da erwartet. Da ist ein Mist-Dings da. Er? Werde ich schon wieder angegriffen? Irgendwie ist ein rotes Pünktchen. Aber den versuche ich mal zu ignorieren. Hallo. Was ist mit dir los? Ach nee, komm, reg mich nicht auf. Ich will jetzt nicht kämpfen. Aber gut, muss halt sein. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht überlebe. Die hauen ziemlich rein. Ich wahrscheinlich Glück, dass da gerade Spieler vorbeigekommen sind. Das wäre sonst ziemlich schief gegangen. Und warum bin ich jetzt hier eigentlich rein? Ritualkerzenhalter? Okay. Benutzen Tremora-Kerzenhalter. Leg das Tremora-Herz ab. Ritualkerzenhalter. Okay, dann werde ich die Dinge auch endlich los, das ist mir ganz recht so. Wenn auch das jetzt gerade nicht beabsichtigt war, es kam ein Kerzenhalter. Führt das Ritual durch. Ach du liebe Scheiße, das Ritual. Der schlummernde Bauer. Dann und alle überzeugte ich das Ritual kreieren. Sehr genau. Erst ist es Tremora-Herz, dann Kerze, dann Skamp-Herz. Also machen wir erst das Tremora-Herz. Dann die Kerze. Und dann das Skamp-Herz. Kuckuck. Na du, wie geht's? Reden? Ist das Realität? Nö. Oder ist das wieder ein Trick? Totale Verarsche. Ich werde die Dunkelheit nicht hereinlassen. Wartet. Es ist real. Nicht wahr? Ihr seid echt? Nö, alles war ein Zauber. Habt ihr mich geweckt? Ja, ich habe den Zauber gebrochen. Dann stehe ich in eurer Schuld, Fremde. Dieser Albtraum. Ich dachte, ich wäre für immer in ihm gefangen. Und dafür gibst du mir deine alten Latschen. Naja, okay.
Wartet! Was ist mit Rosen? War das echt oder war das nur ein Traum? Wo ist sie? Wisst ihr es? Ich denke, es war echt. Ihr müsst mir helfen. Wer war denn das schon wieder? Meine Tochter. Und wenn sie ihr auch nur ein Haar bekommt haben, werde ich jedes Fleckchen Erde in ganz Tamriel mit ihrem Blut tränken. Ich muss sie einfach finden. Da gab es etwas in meinem Traum. Ein Kultist stand über Rosen und las aus einer Schriftrolle. Es war auf der Albtraumklippe. Aus dem Weg! Ihr seid in keinem Zustand, ihr zu folgen. Dann müsst ihr gehen. Sie machen dasselbe mit ihr, was sie mit mir vorhatten. Nur noch schlimmer. Es geht irgendwie um diese Schriftrolle. Bitte, holt diese Schriftrolle und findet einen Weg, meine Tochter zurückzuholen. Ihr müsst es tun. Ich habe noch einen Haufen andere Quests. Du musst eine Nummer ziehen. Gut. Hat man das als Option, dann muss es eben so gehen. Rundtennistraum. Ich will nicht nach Glenora. Ich bin jetzt gerade hier unterwegs und war eigentlich gerade im Begriff, das hier zu lösen. Wohin? Ich hier nach Norden, den Spotty. Das ist ein Falkel Super Hotty. Bedarf es keiner Heilung. Also die Steuerung vom Pferd ist wirklich gelungen, muss ich sagen. Jetzt mal so als Produkttester geredet. Ein bisschen zickig, besser als in Skyrim. Kannst auch springen, ja. Genauso wie in Skyrim die Leertaste. Du bist verrückt, mein Kind. So, seitwärts reiten? Ja, das geht. Einfach während dem Vorwärts reiten. Seitwärts gedrückt halten. Warte! Das kapiere ich gerade nicht. Sprecht mit Margot aus Zent. Ich habe doch da gerade was anderes auf der Karte gesehen. Das ist jetzt ein bisschen irritierend. Ich werde doch da jetzt nicht rüberschwimmen müssen. Nein, will ich nicht. Ich will da reinzoomen. Bisschen ratlos gerade. Ihr habt es doch abgesehen, oder? Spricht mit Margon Ascent. Das wäre eigentlich direkt nebenan, theoretisch. Schade, ich wollte aufs Dach springen. Eigentlich sieht es gerade nach ganz in. Ah, da ist er ja. Hallo. Dazu muss ich wohl absteigen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt ihn sogar rechtzeitig zum Abendessen wieder nach Hause gebracht. Es wiegt schwer auf dem Herzen einer Mutter, sich um ihren Sohn Sorgen zu machen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich hab gern geholfen. Ich werde nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Ich hoffe, mein kleiner Lukas wird so wie ihr, wenn er einmal groß ist. Kleiner Lukas. Süß. Quest abschließen. Gut, vielleicht erlebe ich heute noch ein Level up. Dann warten nun. Gucken wir mal auf den Plan, Matt. Produzenztraum. Gemachter Träumer.
Das ist Level 17, das ist Level 16, die Armee von den Dornen ist Level 17. Die Reparatur des Leuchtens ist Level 16, 17, 16. Also muss ich irgendwas mit Level 17, mit Level 16 machen. Eine Patrouille. Ich denke, ich probiere mal das hier. Karte. Da bin ich nicht einmal allzu weit weg. Das ist gut, einfach nach Norden reiten. Botti. Zum Großen. Grüß dich, was? Wer hat mich denn jetzt vom Pferd geholt? Das kapiere ich nicht. Was war das jetzt? Zum Gruß. Sehr merkwürdig. Ich könnte vielleicht noch kurz reparieren. Euch doch meine Version der Geschichte an. Du kannst bestimmt was reparieren, oder? Wartet, ich dachte, die Ritterin wäre gefährlich. Aber jetzt, ich bin ganz verwirrt. Dann eben wieder Firas. Jetzt steht also der Konstabler am Pranger. Das ist mir gleich, solange es die Schaulustigen anzieht. Gefällt euch etwas? Der hat eine mittlere Rüstung. Tschüss. Und hier? Split. Was macht das Increase Stamina Recovery bei 3 von 25 Minuten? Aber ich hab's euch ja gesagt, ihr hättet auch nicht hören sollen. Okay. Mir ist das egal, ob der Konstabler unter der Kontrolle ist. Werde ich gleich mal lernen. Verdächtig vor. Das würde ich an eurer Stelle nicht zu laut sagen. Da neben dem Konstabler ist noch ein Pranger frei. B nutzen. Hab ich das jetzt benutzt oder daneben geklickt? Ihr kennt das Rezept bereits. Gut, dann... Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Jetzt steht also der Konstabler am Pranger. Das ist mir gleich, 76. Solange es die Schaulustigen anzieht. Gefällt euch etwas? Das kennen wir schon. Und tschüss. Alles klar. Dann... Bringt ihn zum Lagerhaus. Übergebt ihn den Sklavenjägern. Übergebt er sich. Du Seite, Fremde. Ich habe heute nicht die Geduld für irgendwelchen Blödsinn. Zeigt euch in unserem Dorf von eurer besten Seite, Fremde. Ich habe heute. Nö, sehe ich gar nicht ein. Ich bin ein Bauerntrampel und zeigt mich nie von meiner besten Seite. Was haben wir denn da? Lager der übernatürlichen Träumer. Da wollen wir doch hin, so ungefähr zumindest. Jetzt müsste ich gleich in den Kreis kommen, in dem ich diesen Abkommen suchen soll. Und der Wecker klingelt auch gleich wieder.